Hi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin und auch Künstlerin. Und heute machen wir ein romantisches Candlelight, wie wir hier vielleicht schon erkennen können. Auf alle Fälle geht es um eben die Verbindungen zu bestimmten Menschen, ob ihr jetzt Kontakt habt mit eurer Herzensperson oder keinen Kontakt, ob das euer Wunschpartner, eure Wunschpartnerin ist. Sinn des Ganzen ist folgendermaßen, und zwar, du darfst jetzt gerne an deine Wunschperson denken, ob das nun ein Mann ist, eine Frau, ob ihr viel Kontakt habt oder gar keinen Kontakt habt zusammen. Das spielt überhaupt erstmal hier keine Rolle. Wir möchten hier ganz gerne schauen, wie so die Energien zwischen euch sind, was diese Person in deine Richtung denkt und fühlt und was so die Zukunftsaussichten sein können, ja. Bitte erinnert euch daran, das ist hier ein allgemeines Reading, das kann natürlich jetzt überhaupt nicht auf alle zutreffen zu 100%, aber Teile werden davon zutreffen. Auf alle Fälle ist das so, dass ich diese Readings so programmiere sozusagen oder beziehungsweise so lege, dass sie zeitunabhängig sind. Das bedeutet, wenn du dieses Orakel später im Jahr findest, das spielt keine Rolle, wenn es dich anzieht und wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt genau das Video, was dir was sagen könnte und du spürst, dass du es gerne schauen magst, dann ist das unerheblich, wann du es findest. Dieses Orakel hier und mein ganzer Kanal ist auch recht künstlerisch und musikalisch. Der künstlerisch-musikalische Teil war für mich ein Weg der Heilung und hat mich eigentlich dazu geführt, eben ja, meine Seelenanteile wieder zurückzubekommen zu mir. Und ich denke, für jeden kann das etwas anderes sein. Ich glaube, wenn du in so einer sehnsuchtsvollen Beziehung bist, ob das jetzt eine Dualseelenverbindung ist oder die ganze Geschichte wirklich von Sehnsucht geprägt ist, das kann auch eine Sehnsucht nach sich selbst sein. Und man projiziert es auf eine andere Person und denkt oft, dass die andere Person oder überhaupt eine Beziehung, überhaupt eine Verbindung zu einem anderen Menschen auf romantischer Ebene uns quasi retten könnte vor Traurigkeit, vor dem Gefühl innerer Leere und so weiter. Also da kann man mal schauen, ob das eher etwas ist, was projiziert wird, wo du Heilung gerne finden darfst oder ob es wirklich tatsächlich so etwas ist, wo gegenseitige Energien sind, wo gegenseitige Sympathie, gegenseitige Anziehung auch tatsächlich da ist und Tiefe, ja. Aber genau deswegen machen wir die Orakel. Ich übrigens singe auch etwas für euch, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so sieht. Ja, hier sind so kleine Klaviertasten. Ich habe zwei Kanäle. Auf dem einen Kanal zeige ich mich. Das ist so für die Leute, die gerne so ein bisschen eine persönliche Ansprache möchten. Und auf dem anderen Kanal sieht man mehr die Karten. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die eben gerne so ein bisschen auch die Karten mitlernen wollen, wie auch immer. Und da jetzt nicht so viel, so das, ja, und ich singe ja auch, ne, also deswegen, soll auch so ein bisschen auch so eine sängerische Präsentation noch ein bisschen sein, aber ich erklär euch mal den Teil mit dem Singen, und zwar folgendermaßen, ich habe hier vier Stücke, das sind Lieder, ich habe also quasi Lieder auf so lose quasi geschrieben und werde am Ende von diesem Orakel, das ist auch kein Auswahlorakel, ich werde eigentlich in Zukunft mehrere solcher Orakel machen wie dieses hier mit nur einer Person. Dann könnt ihr euch die ganzen Orakel ja auch nacheinander jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt noch einen anderen, jemand kennengelernt hast gestern von mir oder so, ja, oder irgendwie am Wochenende und du magst so wissen, ja, dann kannst du dir auch gerne ein anderes noch rauspicken oder so, ja. Also das soll jetzt nicht so beschränkt sein auf ein Orakel. Man kann ja auch mehrere anschauen, weil sie ja zeitunabhängig sind, ja. Und diese Lieder sind aus verschiedenen Musikrichtungen. Ich versuche, verschiedene Musikrichtungen zu singen. Also singen ist meine Leidenschaft. Und auch verschiedene Texte haben die Lieder. Okay? Also hier in diesem Potpourri, sage ich mal, das sind einfach mal vier Stück. Und wir haben hier ein trauriges Lied, was tatsächlich so von Abschied erzählt.
Noch ein anderes Lied, was auch so abschiedsmäßig ist, aber irgendwo ein bisschen noch so Hoffnung zeigt. Ja, und das ist auch unser Titelsong vom ganzen Oktober. Also wenn du noch magst, kannst du auch gerne die Oktober-Orakel anschauen. Dort habe ich zum Beispiel, das ist dieses Volle Kraft voraus von Helene Fischer. Das habe ich am 24.09. entdeckt, weil das nämlich ganz neu rausgekommen ist. Und ich habe es direkt gecovert. Also ich war auch die Erste, die es gecovert hat im ganzen World Wide Net tatsächlich. Ja. Aber das hat so geil gepasst, weil ich habe halt rausgepickt das Thema Wasser für den ganzen Oktober. Und in jedem Oktober-Orakel von der Sternzeichengruppe, ich mache für Sternzeichengruppen, also wenn du halt zum Beispiel, ich sag mal, von mir aus ein Erdsternzeichen bist, Jungfrau oder so, dann kannst du zum Beispiel die Gruppe von einem Erdsternzeichen, also Jungfrau, Stier und Steinbock, dir anschauen. Und am Ende von dem Orakel ist dann zum Beispiel als Bonusvideo der Song. Wenn ich also fertig bin mit dem Legen, dann werde ich einen Song ziehen und den dann auch singen und den aber mitdeuten im Orakel, ihr Lieben. Ja, also das ist wirklich, der Text wird hier auch spirituell mitgedeutet, okay? Also das hat schon, und ich habe auch extra verschiedene Texte ausgewählt, die auch wirklich nicht nur von der großen Liebe singen, sondern auch mal von einem traurigen Event. Und jetzt werden wir mal schauen, wie ich diese Message hier mitdeute in dem Orakel dann auch, ja? Ich bin ja Kartenlegerin, Ausgebildete mit Zertifikat. Ja. Ich finde es wichtig zu sagen, es gibt auch total tolle Kartenleger, ich sag mal, ohne jetzt eine extra Schulung gemacht zu haben. Aber es gibt auch welche, die dermaßen selbst verstrickt sind in Dualseelengeschichten, dass sie auch negative Karten noch positiv drehen, so nach dem Motto. Das habe ich auch schon auf YouTube-Kanälen gesehen. Und ja, YouTube-Kanäle von Orakeln, die sprießen nun mal wie Pilze aus dem Boden, aber es gibt Top-Kollegen. Ich meine, um Gottes Willen, geh einfach dahin, wenn du persönliche Beratung magst, wo du dich auch angesprochen fühlst. Ne? Also ich meine das jetzt auch nicht so schwarzmalerisch, gell? Aber das ist einfach, wir sind natürlich in einem großen Pool an Angeboten, das muss uns ja auch bewusst sein. Aber gut, lange Rede, gar keinen Sinn. was mache ich? Ah ja, und es gibt am Ende noch ein Bonusvideo. Entweder das ist ein Themenvideo, wo ich über ein Thema rede, ein spirituelles Thema, wie zum Beispiel die Numerologie habe ich mal ein Video gemacht. Aktuell gibt es ein Bonusvideo über die Zahl 7 und das ist ein Must-Watch, wirklich, das ist, da wurde ich dermaßen auch geführt von der geistigen Welt, das war wirklich so. Also die geistige Welt, die hat mir das dermaßen von Latz geknallt und ich werde das auf dem Kartenleger-Kanal hochladen und auf dem anderen Kanal, wo man mich als Person sieht, da werde ich ein Lied laufen lassen, okay? Also wenn ihr wollt, ihr könnt gerne mal so ein bisschen rüber switchen, weil überall laufen auch andere Videos. So, und das Lied, das werde ich am Ende ziehen, ihr Lieben. Und jetzt schauen wir mal in eure Energien rein. Wir meditieren uns mal ganz kurz rein und werden kurz stillen. Und jetzt geht's los mit den Energien von euch beiden. So, ich konzentriere mich auf dich und auf deinen Wunschpartner, auf das Kollektiv, was jetzt hier angesprochen wird, was sich zugezogen fühlt zu meinen Videos oder zu diesem Video, jetzt ganz im Speziellen für die Gruppe. Hallo, herzlich willkommen. Ich heiße euch nochmal herzlich willkommen, nochmal auf der Seelenebene. Und da schauen wir jetzt mal. Ich habe hier 3 Kartendecks für euch vorbereitet. Und zwar irgendwie, ich arbeite so gerne mit denen im Moment. Ich finde die so stimmig gerade. Also die, keine Ahnung, einmal hier von Luna Marie, das ist, ich glaube, Dualseelen-Orakel-Set oder irgendwie Tarot. Auf alle Fälle, das ist nicht mehr im Sortiment, aber das sind so dermaßen stimmige, also so, da steht nur ein Wort drauf und das sagt es irgendwie. Und ich finde sowas immer ganz geil. Also einfach mal so kurze Absprachen, kurze Wege. Und so weiter. Okay, was habt ihr denn für eine Verbindung miteinander? Und hier habe ich schon die Karte. Eine Freundschaft. Schön. Mhm. Also einmal habt ihr schon mal wenigstens eine Freundschaft, ja? Also wenn man zum Beispiel jetzt, naja, weiß ich nicht, vielleicht Sehnsucht hat nacheinander, vielleicht guckst du auch echt auf einen Freund, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch einige hier gar nicht so arg auf einen Seelenpartner oder auf irgendeinen Sehnsuchtspartner, ich sag mal so, ja?
schauen, sondern vielleicht schaut ihr auch einfach auf Freunde. Aber wenn es hier eine Beziehung ist oder ein No-Contact-Ding zwischen euch beiden, ihr habt freundschaftliche Gefühle zueinander und das ist, finde ich, eine ganz, ganz gesunde Basis, weil so eine Liebe, die kann kommen und die kann gehen, aber wenn man halt so seelenverwandt ist, naja, wenn man da liest Freundschaft, da kann man ein bisschen enttäuscht sein auch, ja. Gerade für die, die für die Liebe auch wirklich schauen, ja, schon, ne? Also im Moment ist es halt wahrscheinlich eher eine Freundschaft, ihr Lieben, ja. Vielleicht hat auch welche Gefühle die Person hat, schauen wir jetzt auch, aber das ist es jetzt erstmal. Aber das darf man nicht unterschätzen, ja, weil das kann ja auch sein, dass vielleicht unsere Gefühle jetzt erstmal so aufwühlend sind, aber die eigentlich vielleicht gar nicht so tief gehen mit der Zeit, dass wir das vielleicht nur so denken, ein bisschen irgendwie. Und dann später bleibt aber die Freundschaft, auch wenn unsere eigene Leidenschaft weg ist oder so, ja. Oder zum Beispiel in langen Ehen ist eine Freundschaft ja auch total wichtig. Aber gut, lange Rede. Und Freundschaft ist Respekt, ja. Okay, also das ist wenigstens dann auch nicht so, dass jemand, ich sag mal, dich nur oberflächlich als Frau oder Mann da jetzt irgendwie sieht, als Stück Fleisch, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu krass gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Oder Menschen, es gibt ja Menschen, die gehen direkt davon aus, eine Frau ist so und so, ein Mann ist so und so. Und das ist für mich schon der Keim des Narzissmus. Ich weiß, das klingt jetzt knallhart, wenn ich das so sage, ja. Und bei den Leuten ist das auch unbewusst. Und keiner hat vielleicht böse Absichten. Aber wenn jemand sagt, eine Frau ist so und so, typisch so und so und so, und guckt gar nicht, wie die Person ist tatsächlich, das ist narzisstisch. Ja, also das geht so, wisst ihr, was ich meine? Das ist so die Pforte zum Narzissmus. Es ist vielleicht noch kein Narzissmus, ja. Aber da bin ich mittlerweile dermaßen. Ich sag mal so, je mehr Heilung man gemacht hat mit sich selber für sich selbst, ich glaube dann, desto empfindlicher ist man für Bullshit, ja? Ist das nicht so? Schreibt's doch in die Kommentare, ob ihr da vielleicht irgendwie bei mir seid, mit diesem Gefühl oder auch nicht. Okay, was verbindet euch denn so, ja? Drei Karten sollen jetzt gezogen werden, bekomme ich jetzt so rein. Ich soll drei Karten ziehen, vier der Kelche. Hier ist eine Enttäuschung. Leider ist hier eine Enttäuschung. Ich brauche noch eine Karte. Königin der Schwerter, ja. Also wenn du der weibliche Part bist, ja, dann hast du vielleicht irgendwie zugemacht. Du hast in irgendeiner Art und Weise gemauert. Und es ging wahrscheinlich erstmal darum, sich freundschaftlich zu begegnen. Ich glaube, das wurde auch versucht, entweder von dir oder der anderen Person, und es wurde halt gemauert. Also so etwas kommt mir rein. Vielleicht war dir auch das Angebot irgendwo nicht stimmig genug. Vielleicht war das zu. Ich weiß es ja nicht, was das war, aber ich sehe hier einfach, dass jemand enttäuscht ist, weil nämlich eine andere Person gemauert hat. Okay? Und dann gucken wir noch weiter rein. Die neun der Münzen kommen hier noch rein. Die neun der Münzen. Also auf alle Fälle, meine Lieben, das ist auf jeden Fall, wenn es nur eine Freundschaft ist, in Anführungszeichen, ist diese Freundschaft Gold wert. Also hier sind Werte, ja. Hier sind einfach Werte. Also entweder geht es hier um Skills, die man zu Werten machen kann. Vielleicht habt ihr ja irgendein Projekt, was wertvoll sein kann oder wertvoll ist. Vielleicht arbeitet ihr auch zusammen. Vielleicht habt ihr eigentlich ähnliche Werte, ja. Und diese Werte wurden nicht angenommen, da wurde ein Riegel vorgeschoben. Das ist halt einfach euer Thema hier. Entweder du warst der oder diejenige, die da einen Riegel vorgeschoben hat, oder die andere Person. Das ist jetzt erstmal das, was hier reinkommt. Was denkt denn diese Person über dich? Ja, eher rational. Das sind so mehr so rationale Gedanken. Diese Person sieht einfach, da wurde etwas nicht ganz gelebt, nicht angenommen, hier wurde gemauert. Und das ist einfach so sehr ratio. Also hier ist erstmal kein Gefühl. Diese Person ist auch bewertend, aber nicht im negativen Sinne. Die ist bewertend im logischen Sinne, in einem sehr objektiven Sinne, eigentlich sehr ehrlich, also mir kommt das hier tatsächlich sehr ehrlich rein. Hier ist auch eine Kommunikation, ja. Wir haben einmal ein Luftzeichen, einmal Feuer. Also Kommunikation auf einer logischen Ebene. Also hier kann auch Kommunikation reinkommen tatsächlich. Das denkt die Person noch. Und diese Person, die findet dich einfach gut als Person, als Menschen. Ja, also hier sind auf jeden Fall freundschaftlich bis vielleicht ein bisschen romantische Gedanken auch in deine Richtung.
Also von Liebe sehe ich jetzt noch nicht so viel, weil wir hatten ja eher Freundschaft. Hier wurde einfach eine kleine Enttäuschung irgendwie noch ist gewesen. Aber an sich sind die Gedanken auf jeden Fall positiv, ehrlich und lebendig. Sehr lebendig, okay? Also wir schauen mal weiter wirklich in die Gefühle rein. Was fühlt die Person zu dir? Zwei der Münzen, das ist es halt. Also hier sind noch keine romantischen Gefühle. Diese Person, die versucht abzuwägen, schaut, was man von dir halten soll, irgendwie so. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob, wie lange ihr euch kennt, wie gut ihr euch kennt. Ich glaube, diese Person wägt einfach ab. Ja, wägt einfach ab und möchte sehen, so, okay, mit welchen Menschen habe ich es denn hier zu tun? Was ist denn hier so? Also hier sehe ich aber überhaupt nicht so eine Verliebtheit. Ich sehe auch keine Sehnsucht. Ich sehe auch keine Ambition, sich näher kennenzulernen. Ich sehe eher so ein bisschen eine Wischiwaschi-Energie im Herzen. Okay, also das ist keine besondere Verliebtheit hier. Und wir haben den Teufel. Was haben wir hier noch? Also diese Person fühlt, dass es irgendwie nicht weitergeht, dass Energien hier absolut blockiert sind. Diese Person fühlt sich auch selbst irgendwie blockiert und hat vielleicht das Gefühl, dass, dass die Blockade, die entweder von dir ausgeht oder von dieser Person oder auch Abhängigkeit. Manche von euren Wunschpartnern, Wunschpartnerinnen, sage ich mal, oder Seelenpartnern oder was auch immer, sind vielleicht in einer Ehe. In einer blockierenden Ehe noch gebunden, ja, und können einfach nicht so, wie sie wollen. Das ist absolut so etwas, so eine Information, die mir hier kommt. Oder es sind einfach toxische Energien, Verhaltensweisen, die man auch auf jeden Fall meiden soll. Und ich glaube, es kann auch sein, dass du sowas auch gerochen hast, sage ich mal, oder auch gespürt hast, dass es vielleicht nicht so ganz koscher ist hier, aber das sind jetzt erstmal die Gefühle von der Person. Also ich habe stark den Eindruck, dass dieser Mensch ganz klar, ja, selber vielleicht echt in so einer Beziehungskiste oder sowas drin hängt. Wir haben hier die 10 der Münzen, wir haben die 7 der Münzen, 3 der Schwerter. Ja. Und es ist so irgendwie mitgehangen. Ja, einmal drin, kommst nicht mal raus. So, ja, so. Am Anfang war vielleicht die Leidenschaft groß und jetzt ist da so ein bisschen eine Reue drin, dass dieser Mensch da irgendwie so verheiratet ist vielleicht oder in einer Bindung. Wenn es keine Bindung ist zu einer anderen Frau oder zu einem anderen Mann, dann ist es eine andere Abhängigkeit, die einfach monetär ist, ganz klar. Ja, hier wurden Erwartungen nicht so ganz erfüllt, wie das sollte. So, was sind denn deine Gefühle, der Magier? Der Wagen. Du bist total unabhängig in deinen Gefühlen und sehr leidenschaftlich. Und ich glaube, du bist frei. Also du bist emotional eigentlich frei. Also ich habe das Gefühl, dass du auch offen bist der Welt gegenüber, dass du auch weiterziehen kannst, wenn es nicht mehr stimmig ist. Du bist emotional auch relativ flexibel. Also das heißt, du kannst eigentlich auch gehen und fahren, wenn etwas nicht mehr passt. Also ich sehe euch nicht in einer Co-Abhängigkeit, ganz im Gegenteil. Ich sehe euch sehr, sehr unabhängig. Ja, aber trotzdem sehr leidenschaftlich dieser Person gegenüber, sehr, ja, ihr habt Lust weiterzukommen in eurem Leben, auf emotionaler Ebene oder auf einer anderen Ebene. Also ich sehe ganz, ganz viel Lust am Leben, sagen wir es mal. Gut. Was möchte dieser Mensch dir denn sagen? Ah, da ist eine rausgefallen. Oh. Ach ja, die Freundschaft, die habe ich ja ganz vergessen. Also. Die Freundschaft ist mir jetzt hier einfach nochmal so rausgeflogen und ich bin halt so eine Kartenlegerin. Für mich gibt es keine Fehler und für mich gibt es auch keine Verpeiler. Ja? Wenn eine Karte rausfliegt, fliegt sie raus. Wenn ich vergesse, sie ins Deck zurückzulegen, dann ist das irgendwo Kismet. So mache ich meine Arbeit. Ja? Und ich nehme auch herunterfallende Karten durchaus, weil sie dazugehören. Ja? Also hier ist wirklich eine Freundschaft. Also hier ist eine Freundschaft, die sehr, sehr wertvoll ist. Und was solltest du denn tun? Fragen wir mal so, was solltest du tun? Du sollst monetär unabhängig sein. Du sollst das Karma annehmen und die Lernaufgabe annehmen. Und du sollst kritisch sein, was deine Kommunikation angeht. Und du sollst ehrliche Kommunikation unbedingt zu schätzen wissen. Ja, auch wenn sie vielleicht nicht immer so schön ist und so toll klingt oder sonst irgendwie. Dieser Mensch
Findet dich auch, was das andere Geschlecht angeht, wenn du eine Frau bist, findet dich als Frau auch attraktiv? Ja, ihr habt hier Potenzial, emotionales Potenzial auf alle Fälle. Er oder sie findet also dich attraktiv, wenn du ein Mann bist, dann auch genauso. Ist es eine Frau, die dich auf jeden Fall auch ins Herz geschlossen hat? Ins Herz geschlossen hat, ja genau. Und auch eigentlich. Na, ein bisschen was weiterschauen. Ja. Aber die ganze Geschichte, ja, ist einfach noch. Einfach am Anfang. Ihr müsst dem Ganzen irgendwie eine Chance geben. Hier ist eine Freundschaft möglich. Take it easy. Aber ihr seid eigentlich ziemlich gut drauf. Also da dürfte es so eigentlich keine Probleme geben. Und wenn du es also wirklich so nimmst, wie es ist, als Freundschaft erstmal oder was auch immer dir da angeboten wird, wie wird es sich dann weiterentwickeln, eure Verbindung? Und das sind schon die Karten. Ich mische, mische, mische und nimm die, die mir auch reinkommen. Die Königin der Stäbe. Ja. So. Jetzt wollte ich natürlich mal gucken, wenn das eine andere Frau ist, Königin der Stäbe. Es kann auch sein, weil das Tarot spuckt auch gerne direkt auch andere Frauenkarten aus. Und dann muss ich das schon hinterfragen. Ne? Königin der Stäbe. Also es ist eine sehr lockere, lockere, lockere Energie zwischen euch. Ja, ich glaube irgendwie, da geht es jetzt erstmal nicht um irgendwie feste Beziehung oder sonst was. Hier ist noch eine andere Frau. Wenn dieser Mann vergeben ist, ich glaube, dieser Mann, der will, also wenn es ein Mann ist, wenn es eine Frau ist, dann sind es auch ähnliche Verhaltensweisen. Die wollen irgendwie erstmal ein bisschen so Lockerheit. Ja, die wollen sich nicht sofort da festbinden. Die kommen vielleicht aus einer schwierigen Geschichte raus. Ja, wenn es nicht schwierig war, dann ist es so, dass die gerade einfach nicht so bindungs orientiert sind. Das ist einfach das, was mir hier so sehr, sehr reinkommt. Ihr solltet das vielleicht, wenn du das so als eine wertvolle Freundschaft und in irgendeinem Sinne sehe ich ja bei euch Werte, ja, ob das jetzt vielleicht ein Kollege ist aus der Arbeit, der dir gute Tipps geben kann oder sowas oder dich weiterbringen kann oder was auch immer diese Werte sind, trotzdem rät das Tarot, es eigentlich zu beenden. Vielleicht braucht ihr für diese Nummer hier mit diesen Menschen auch echt viele Nerven, ja? Also, und wenn das der Fall ist, dann sagt eigentlich das Tarot, beende es lieber. Würde eigentlich die geistige Welt, aber ihr müsst, wie gesagt, es ist ein allgemeines Orakel, ja? Ich kann hier nichts weitermachen, als halt Impulse geben fürs Kollektiv. Also, wenn du wirklich ganz, ganz genau reinschauen magst, dann ihr dürft gerne eine persönliche Legung buchen bei mir. Also unten steht meine E-Mail-Adresse, michelle.gmail.com. Und dann gucken wir mal persönlich da rein. Und dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Ja, ich habe eine unverbindliche Informationsmail und diese könnt ihr gerne anfordern bei mir. Und die ist kostenlos und unverbindlich. Und da steht halt alles drin. So, was wären denn so die Zukunftsaussichten mit euch? 10 der Münzen. Also. Das ist es halt. Also auf der einen Seite sehe ich schon wieder diese Werte, entweder materiell, monetär, ja, dass ihr irgendwie euch da so, was das Monetäre und was so den Erfolg angeht, sehr weiterbringen könnt. Und aber das würde mit einem Preis bezahlt werden, und zwar die Sorge. Also auch wenn du irgendwie eine Familie mit diesen Menschen eingehen würdest, irgendwas würde hängen da, wie so ein Damoklesschwert über dem Ganzen und würde dir Sorgen machen, ja? Und das ist jetzt schon wieder für jeden was anderes. Kann sein, dass diese Person vielleicht nicht gesund ist und irgendwie eine Krankheit hat und du würdest diese Krankheit mitnehmen in die Beziehung und hast Angst um die Person. Ich meine, solche Fälle gibt es, ja? Oder diese Person hat vielleicht ein Kind, welches irgendwie mit in die Ehe kommt, welches irgendwo, ja, was so ein bisschen Drama hervorbeschwört mit der Kindsmutter oder weiß ich, ja. Also wisst ihr, was ich meine? Also jeder hat da so seine eigene Geschichte, aber hier sehe ich einfach etwas, was sehr, sehr viele Sorgen verursachen wird. Und das ist halt das ganze Ding hier. Es kann sein, dass ihr mit dieser Person ein Kind bekommen würdet und dieses Kind wäre eigentlich eine Belastung. Ja? Frag mich nicht warum. Ich kann jetzt nicht sagen, was mit dem Kind werden könnte oder wie auch immer.
Oder ich will es auch gar nicht heraufbeschwören, irgendwelche Theorien mir zu überlegen, jetzt wisst ihr. Aber da müsst ihr mal schauen. Also, und das wäre eigentlich nicht richtig, mit diesem Menschen ein Kind zu haben, weil dieser Mensch mag vielleicht entweder keine Kinder oder hat selber Traumata aus der Kindheit und es wäre irgendwie ungut. Also, dass das eine Freundschaft ist im Moment, ist, glaube ich, sogar so von der geistigen Welt, so wie mir das hier reinkommt, auch beabsichtigt. Ja, jetzt einfach noch mal eine letzte Kartenreihe, ob sich das jetzt noch vielleicht drehen könnte. Nee, das wäre so ein bisschen zwanghaft. Ihr würdet zwar schon gute Zeiten haben, aber diese würden immer wieder aufhören und am Ende würdet ihr wahrscheinlich euch voneinander trennen, weil es zu belastend ist. Jeder Mensch hat ja vielleicht so irgendwie, also es gibt Menschen, die haben einfach mehr Belastungen irgendwie, die sie mitbringen, ja. Egal auf welcher Ebene, und diese würden dann halt mitkommen in die Verbindung. Ich kann jetzt nicht sagen, was dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin hier mitbringen würde. Also die finden euch toll, du bist eine tolle Frau, ein toller Mann hier. Die fühlen Potenzial, um das tiefer zu verankern, aber das Tarot rät trotzdem, dass es nicht wirklich zusammengeht und dass es eher eine Freundschaft ist, die von der man profitieren kann in gewisser Weise, weil diese Freundschaft irgendwie Werte mitbringt, ob das jetzt Geld ist, ob das jetzt Beratung ist in irgendeiner Form, Zusammenarbeit, ja, das sehe ich auf alle Fälle, aber der Preis ist zu hoch. Ja? So. Und jetzt noch mal ganz kurz, was sollst du denn machen für dich selbst? Ja, also auch wenn zum Beispiel gerade niemand da ist, wie kannst du dich selber stärken? Auch wenn zum Beispiel gerade eben kein Partner da ist oder eine Partnerin. Gerade kommen wir auch in den Herbst und ihr sollt ja nicht, ich sag mal, eingehen an an irgendeinem Herbst-Depri-Blues. Das soll ja nicht so sein, sondern wir ziehen jetzt dafür mal eine Karte. Was sollt ihr tun? Inspiration. Ja, deine Idee ist göttlich inspiriert, werde entsprechend aktiv, um sie in die Tat umzusetzen. Also was auch deine Inspiration ist, Ziel im Leben, wie auch immer, was du Lust hast zu machen, was du schon immer machen wolltest, aber vielleicht noch nicht den Schritt ge gewagt hast oder ihn vielleicht gewagt hast, dann sagt einfach die geistige Welt, ja, go for it, das ist auf jeden Fall schön. Okay? Und das sind die Erzengel-Tarotkarten von der Doreen Virtue. Gut, ihr Lieben, gucken wir mal. Wir schauen jetzt einfach mal. Und jetzt dieses hier. Ich habe jetzt gerade hier geschaut, gell? Und dieses Liedchen, das will jetzt gezogen werden. Ich bin mal gespannt, was ich für euch singen darf. The River, Bruce Springsteen. Und das ist halt echt eins der traurigen Stücke, ihr Lieben, ja? Also hier sagt auf jeden Fall das Tarot, nee. Das würde scheiße enden. Also, weil in dem Lied The River von 1980 aus dem gleichnamigen Album geht es darum, dass zum Beispiel ein junger Mann sehr früh Vater geworden ist, nee, sehr früh heiraten musste, weil es im Dorf so üblich war und dann irgendwie mit seiner Ehefrau da saß und beide depressiv irgendwie mit 50 da saßen und ihr Leben verpufft haben wegen irgendwelchen Familientraditionen, ja? Also hier heißt es einfach ganz einfach, zieh dir diese Belastung nicht rein, was auch immer das ist. Schreibt doch mal in die Kommentare bitte, was das da bei euch ist, was da blockierend sein kann, so sehr, dass sogar das Tarot sagt, lieber nicht. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich lese alle Kommentare und jetzt singe ich mal für euch das Lied. Verabschiede mich schon mal. Bitte liked die Videos, teilt sie, kommentiert sie, ja, dann werden wir auch besser gefunden auf YouTube. Und jetzt nehme ich mir einen Ton und schaut auch das Bonusvideo. Das sind immer Überraschungsvideos mit verschiedenen Themen oder Musik. Ach nee, da werde ich mir keinen Ton nehmen, genau, weil das ist jetzt so ein Männerlied sozusagen und ich werde das jetzt so mit einem eigenen Ton singen und mir das ging. Und los geht's. I come from down in the valley where Mr. When you're young they bring you up to do like your daddy does. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drove out in the
Down to where the fields were green, we'd go down to the river, and into the river we'd drive, oh, down to the river we'd ride, down to the river, and into the river we'd drive, oh, down to the river we'd ride, down to the river. Danke. Und euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit dem Folgevideo. Hallo ihr Lieben, 7.37 Uhr sagt die Uhr und ich finde jetzt den Beitrag wichtig zu machen, weil es mir immer wieder so vorbeikommt, schon zum zweiten Mal und schreit danach, das zu machen. Vielen Dank, dass du hier weiterschaust aufs Bonusvideo und weiter, also auch am Anfang geschaut hast, das Orakel, danke, oder was auch immer ich vorher laufen lassen habe. Ich mache jetzt so Laber, ja, man sagt Laber-Videos, ne, auf YouTube. Mache ich mehr so zum Schluss, je nach Thema, ob euch das auch interessiert, ne? Genau. Also wir haben jetzt hier, ich übrigens, ich erkläre mal ein bisschen, ne? Also ich trinke immer meinen Kaffee morgens und ich habe meine entspannende Zeit eher am Morgen und weniger so abends. Also ich mache irgendwie noch viel abends, oft noch. Aktive Sachen, ja, also entweder ich mache meine Projekte für euch oder schneide Videos oder sonst was oder arbeite noch oder koche Sachen vor für die Woche oder was weiß ich. Also irgendwie abends ist es bei mir immer ziemlich aktiv und dadurch, dass ich ja so über den Tag arbeite, je nachdem, ob ihr ein Reading wollt oder ob ich ja coache, dann eher am Nachmittag, ne? Und da habe ich ja dann eher so am Vormittag ein bisschen mehr Zeit. Und daher sitze ich ja dann hier so mit meiner Kaffeetasse und mache mir erstmal morgens einen Kaffee, pump ordentlich Wasser ab und habe jetzt hier meinen Zitronensaft stehen, gemischt mit Wasser und meinen Kaffee. Habe mich wieder ins Bett gesetzt und schreibe immer aus meinem Bett, und ich liebe dieses Ritual, meine Morgenseiten. Und im Grunde ist das einfach, also das ist jetzt die Hälfte von so einer DIN A4-Seite, die ist einfach gefaltet, in der Mitte so abgemacht, ne? Und es ist dann meistens einfach so eine Seite voll und Law of Attraction Sachen, also so, ne, ein bisschen so, das, was ich haben will, tue ich so, als wäre es schon da auch. Aber das mache ich dann auf der anderen Seite und bedanke mich dafür. Aber das ist mehr so persönlicher Kram, da möchte ich euch auch nicht belustigen mit Beispielen, ja? Aber wir sollen ja immer in die Realität rufen, was wir haben wollen, aber irgendwie das Problem ist ja, dass wir noch nicht in der Schwingung sind, deswegen ist das ja dann manchmal so, dass wir dann halt uns wünschen, 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 dann kommt und kommt und kommt nichts. Dabei muss man halt in dieser Schwingung sein und am besten auch an dem Ort, schon mit den Leuten und auch die aktiven Schritte unternehmen, wenn man was manifestieren mag, und vor allen Dingen sich auch die Arbeit machen und auch wirklich was tun dafür. Also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, was das angeht, und vor allen Dingen auch sich von einem Nein nicht abbringen lassen, ne? Das sage ich jetzt mal nur mal dazu, weil also von einem Nein nicht abbringen lassen, auch wirklich auch durch die Scheiße gehen, gell? Also das ist auch manifestieren, Leute. Also es ist nicht nur so. auf YouTube sieht ja auch alles immer so glänzend aus und noch besser auf Instagram, nicht wahr? So, Prost Kaffee, kleiner Schluck Kaffee. Aber das ist jetzt nur so ein kleiner Disclaimer, so wie ich das kenne. Vielleicht ist es bei euch ja viel einfacher. Wenn ihr coolere Tricks habt, dann bitte, bitte in die Kommentare schreiben, ne? Kann man ja sich so ein bisschen gegenseitig auch mal nach vorne so pushen. Das begrüße ich immer sehr. Ja, also was ich jetzt, also ich schreibe jetzt hier die Morgenseiten. Das ist einfach nur, ich schreibe, 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 schreibe.
einfach was mir einfällt. Der letzte Müll kann da stehen, ja. Das geht nicht um tolle Poesie, es geht nicht darum, irgendwie einen Preis dafür zu gewinnen, sondern man schreibt so, wie als würde man sich entmüllen. Man entmüllt das Hirn. Und dann irgendwie mache ich noch so ein bisschen, ja, noch ein bisschen Law of Attraction oder das so ein bisschen so auf meine Art. Und dann schmeiße ich den Zettel ins Klo. Also ich mache den nass, ja, im Waschbecken, so beim Händewaschen, und dann geht das Ding ins Klo, Entschuldigung. Weil ich heb keine Tagebücher auf, ne? Genau. Weil ich heb nicht die Vergangenheit auf, das mache ich nicht, ne? Weil ich will ja in die Zukunft und werde ja nicht die Vergangenheit aufheben. Das ist so ein bisschen meine Logik auch, ja? Okay, aber jeder macht das ja so für sich, wie er oder sie mag. Wir haben heute schon wieder einen Siebener Tag, ja, das ist jetzt hier das Hauptthema. Wenn du dein Geburtsdatum, das ist jetzt hier Numerologie, wenn du dein Geburtsdatum irgendwie zusammenzählst, so dass einfach eine 7 am Ende rauskommt, da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, ja, die einen Schulen sagen, man soll die ganze Zahl hier, die 10 zum Beispiel, das ist jetzt eh eine 0, das ist jetzt egal, aber man soll dann ganze Zahlen zählen oder wirklich nur die einzelnen Zahlen, das ist völlig egal. Wichtig ist einfach die Zahl am Ende. Du zählst es halt zusammen und reduzierst es so lange, die Zahl. Ja, wenn zum Beispiel eine 12 rauskommt, dann machst du nochmal 1 plus 2, tust die Quersumme rechnen und dann hast du eine 3. Und dann bist du zum Beispiel Lebensaufgabe 3, ja? Ja, wenn von mir aus eine 20 dabei rauskommt, 2 plus 0, ich meine, das ist klar, selbstredend ist dann eine 2, ne? Und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Einfach, ihr müsst dann eine Single-Zahl da stehen haben irgendwie. Okay, und jetzt haben wir zum Beispiel, man kann dann zum Beispiel ein ganzes Leben unter einer Zahl haben. Oder einzelne Tage. Ja, und jetzt passt mal gut auf. Die 7, ja, die 7. Und wir hatten vor, schlag mich durch, 2 Tagen oder so wieder die 7 gehabt, weil jetzt hat sich ja die Energie geschiftet. Wir haben ja schon wieder den 1. Oktober, was die Zeit rast, ja. Und dadurch, dass sich das als 10 jetzt gemausert hat und von der 9 in die 10 gegangen ist, hat sich jetzt auch nochmal, kann schon sein, dass es auch, dass Zahlen sich auch wiederholen. Also wir hatten vor 2 Tagen hatten wir die 7, gestern hatten wir eine 8. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, weil ich denke schon, aber ist auch egal, wann das war. Wichtig ist einfach, dass wir wieder einen 7er-Tag haben. Und an dem einen 7er-Tag, das war so heftig, ich hatte so krass Bock, ja, und wirklich Muße auch gehabt und so einen Drive gehabt, tatsächlich viel von diesen Manifestationen zu machen, auch viel zu meditieren, ja. Und ich konnte total gut, Leute, ja, einen Wunsch, den ich habe, konnte ich extrem gut in die Realität rufen. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Der Wunsch ist noch nicht da, okay, aber ich sag mal so, was passiert ist, ist ein Gefühl in mir passiert, so nach dem Motto, jetzt habe ich endlich die richtige Formulierung gefunden. Und wir müssen immer auf unser Feeling auch achten, wenn wir die Sachen machen, ja. Wenn sich etwas schräg und komisch anfühlt, dann war das schon wieder irgendein bekloppter Tipp von YouTube, weil irgendjemand irgendwas rumgeprahlt hat. Ja, also wir haben super, super mega tolle Tipps alle auf YouTube zu finden und es gibt super tolle Berater, YouTuber, noch und nöcher, ja, und ich bin die Letzte, die da undankbar dafür ist und freue mich wirklich, konnte auch viel ausprobieren, aber vieles ist auch wirklich so ein Marktschreierei und das muss man unterscheiden, ja. Es gibt ja einmal die tollen Beiträge, die ich nicht missen will, wo ich auch bis zum Ende, also auch sehr dankbar bin, die mich auch extrem inspiriert haben. Und mir auch wirklich viel Lebenserfahrung beschert haben, neue Erfahrungen, gerade durch bestimmte Coaches auf YouTube und so weiter. Weil ich lasse mich auch gerne mal im G-Zentrum konditionieren. Ich habe ein komplett offenes G-Zentrum, bin 6-3er-Profil im Human Design. Und auch wenn zum Beispiel etwas nicht ganz mein Weg ist, ist es trotzdem wichtig, da einen Exkurs zu machen. Einfach um auch für euch eine Top-Beraterin zu sein, sage ich jetzt mal ganz knallhart, weil so wie ich jetzt schon Wechsel in meinem Leben hatte und Erfahrungen sammeln durfte, vieles sehe ich echt aus so einer Vogelperspektive, ja, okay? Das meine ich jetzt nicht prahlmäßig, das meine ich wirklich so, wie es ist. Und dieses Ding ist jetzt halt,
Und es gibt auch andere tolle Leute, die gut beraten können. Ja, das meine ich jetzt auch nicht nur so auf mich bezogen. Sowieso, Leute, ja, wenn ihr halt was Persönliches haben wollt und ihr fühlt euch zugezogen zu einem Angebot, dann hört auf euch, ja. Wenn du vielleicht nicht ein gutes Gefühl hast bei mir, dann lass es. Also, ne, das muss ja auch immer wirklich klicken und passen. Und ich finde, nicht jeder ist für jeden. Das finde ich halt auch. Und auf alle Fälle an diesem siebener Tag, was wichtig ist bei der Manifestation, wir müssen etwas so formulieren, dass es schon da ist. Also tu so, schließ die Augen und tue so, als wäre es wirklich schon da. Und sag es auch in den Äther, schreib es auf ein Stück Papier, ja. Tu so, als wäre es schon da. Und dann, was würdest du praktisch tun, wenn XYZ schon da wäre? Was würdest du aus deinem Tag machen? Was würdest du neu umstrukturieren, organisieren in deinem Leben? Ja? Mit was würdest du dich praktisch beschäftigen? Tu so, als würdest du das tun, ja? Wenn du, sagen wir mal, zu Geld gekommen bist, ne? Dann, ja, dann google doch schon mal Möbel, ne? So, überleg dir doch mal, welches Haus würde ich denn kaufen, ne? Würde ich ein Haus kaufen, welches Wert verliert, oder würde ich versuchen, ein Haus zu kaufen, welches an Wert sogar noch gewinnt, was du danach später noch besser verkaufen kannst, ja? Willst du sesshaft sein oder möchtest du reisen? So, ja? Willst du nicht schon bei Segmüller ein paar Möbel googeln? Du hast es doch. Verstehst? Also lebt es, ja, lebt es so. Und ich finde, so Sachen kann man extrem geil an einem siebener Tag, weil es ist sieben, ist so die Vision. Blablabla. Oder wenn du in einer Beziehung bist, ja, mit deinem Seelenpartner. Welches Kleid würdest du dir anziehen? Ja, wie würdest du dich in deiner Haut wohlfühlen, wenn du deinem Seelenpartner begegnest? Würdest du dich wohlfühlen, so wie du gerade dich kleidest, dich gibst? Oder würdest du dich wohler fühlen, ich sag mal, wenn du das Beste aus dir machst jeden Tag, ne? Also, das ist so, das sind dann so Fragen, die sind dann individuell für jeden, was bedeuten die was anderes, ne? Aber das ist so, und dann auch wirklich machen, ja? Oder dir selber eine WhatsApp-Nachricht schicken von deinem Schatz. Von deinem anderen Handy, vielleicht hast du ja noch ein verstaubtes irgendwo rumfliegen, ja? Ja, spielt damit, okay? Dieses Spielen und dann halt echt praktische Schritte. Das Leben ist ein Spiel, ne? Kinder können das so gut, ja? So, man sagt ja, werdet wie die Kinder. Ich finde, viel ist ja von der Bibel durch Männer verfälscht worden, denn Männer machen ja, was sie wollen in unserer Gesellschaft, ne? Über Männer muss ich auch noch ein Bonusvideo machen. Viele wollen das gar nicht hören, ja. Also viele wollen ja in der Rapunzelwelt, in der Twin Flame, Dualseelenwelt herumschwirren und warten, warten, hoffen, hoffen, bis Herr XY sich meldet. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das ganz anders. Das sollte eine Frau niemals tun, ja. Du verlierst dabei an Energie, wenn du das tust, ne? Aber das ist ein anderes Video wert. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch das interessiert. Es ist auch immer sehr zielgruppenabhängig, ja. Die Twin Flames Gedönsgeschichten verkaufen sich bei euch besser als die Wahrheit. Ja, das ist das, was ich sehr, sehr oft gesehen habe. Aber naja, man kann ja das Ganze. Ich meine, es gibt zum Beispiel schon wieder eine Freundin von mir, die dachte, er würde sie so lieben, lieben, lieben. Und zack, hat sie dann doch irgendwelche Informationen über ihn bekommen, wo er auch noch anderen schreibt, ja. Also Leute, wisst ihr so, so, ich meine. Aber da muss ich nochmal ein Bonusvideo machen. Also, ich finde nicht, dass man einem Mann vertrauen soll als Frau. Ja? Aber das sagt mir meine Erfahrung. Das sag ich, das sage ich nicht unbedingt aus einer verletzten Blablabla, wo ich mich schon wieder auf eine Couch legen muss. So nach dem Motto, oh ja, heile doch deine Verletzungen, arbeite mal an dir selbst. Ich finde, eine Frau sollte nicht so arg an sich arbeiten, ja? Ich finde, eine Frau sollte sich stolz zurücklehnen, ne? Und in die Empfang der Energie gehen. Aber das ist halt so ein Empowerment, was uns Schwestern extrem fehlt, was einfach unsere Gesellschaft einen Riegel davor schiebt. Weil wer macht denn unsere Gesellschaft bitte schön? Warum brauchen wir eine Frauenquote? Weil überall Männer sitzen. Das ist der Grund, ja? Viele wollen das so nicht wahrhaben. Ja, aber visualisiert mal ruhig, ne? Und ich glaube schon, dass auch der richtige Mann kommt. Aber der richtige Mann
weiß, wie man sich richtig verhält. Und leider ist es vielleicht nicht immer der, wo wir denken, der müsste uns jetzt anrufen. Das ist ja genau das. So flexibel zu sein, ist für Frauen dann auch schwierig immer, ne? Außer wir machen richtig das Allerbeste aus unserem Typ und es rennen uns mehr hinterher. Und das ist halt genau das, wo halt viele in der spirituellen Szene da auch irgendwo sich vielleicht blockieren und sagen, ja gut, kann ich denn gleichzeitig spirituell sein und ja, und irgendwo gar nicht, ja, ich weiß auch nicht, und trotzdem irgendwie Sexappeal ausstrahlen, ja klar kann man schon, ne? Ich meine, natürlich, es gibt ja auch Frauen, die das tun. Ich meine, um Gottes Willen, es ist ja ein Riesenpool an Frauen, die zuschauen. Jetzt, also Kirche im Dorf, jetzt Leute, gell, so manchen. Aber viele ist ja so, bei sehr vielen ist ja doch dieses, wobei das auch immer weniger wird, ja. Aber wenn du halt, wenn du dich da bei dem Thema ein bisschen blockierst, die Frage ist halt, um Gottes Willen, jeder muss halt rumlaufen, wie er will, ne? Aber die Frage ist halt, bringt mich das weiter? Also meine, ich stelle mir immer die Frage, bringt mich XYZ weiter? Und dann warte ich auf die Antwort ab. Und wenn die Antwort nein lautet, dann ist für mich zum Beispiel die Überlegung wichtig, zu überlegen, wie kann ich von dieser Komponente etwas in mein Leben integrieren? Ohne mich selber zu verlieren und es so zu machen, dass es für mich stimmig ist und sich für mich gut anfühlt. Ja, das wäre mein Ansatz. Nochmal etwas zu den Menschen, die die sieben als Lebensaufgabe haben. Ja, das ist auch wichtig zu sagen. Wenn du die sieben als Lebensaufgabe hast, dann geht es darum, deine Intelligenz zu entwickeln. Viele Siebener sind schon sehr analytisch, sind sehr oft Klassenbeste, sind sehr oft sehr interessiert an analytischen Sachen, auch an religiösen, intellektuellen Sachen, an Religion, an Spiritualität. Hier wird die Sieben angehalten, aber die ganzen Geschichten auch in der Tiefe zu studieren. Wenn du zum Beispiel Christ bist oder sonst wie religiös, musst nicht Christ sein, um Gott. Also du könnt alles möglich sein, jetzt sagen wir mal religiös. Nicht einfach da mitlaufen, auch nicht einfach oberflächlich die Texte lesen da in den Büchern, sondern auch echt sich in der Tiefe damit auseinandersetzen, auch wirklich mit Spiritualität das vergleichen, mit Traditionen vergleichen, ja. Die Yoga-Tradition ist viel, viel älter zum Beispiel als das Christentum. Ja? Solche Dinge, zum Beispiel, dass das eine Sieben studiert, wenn sie spirituell ist und wenn das Thema ist. Ja? Nicht alles kann man über einen Kamm scheren, aber vielleicht geht es auch um andere analytische Sachen, die eine Sieben studieren sollen. Und ansonsten geht es bei einer Sieben nicht unbedingt darum, künstlich Macht auszuüben, das macht eine 7 gerne mit einer 8, ja? So. Das ist auch nochmal so eine Krux, das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Also wenn eine 7, eine Lebensaufgabe 7 gegen eine Lebensaufgabe 8 konkurriert oder sonst wie so künstlich Machtspielchen treibt, ja, so, weil sie sich vielleicht unzulänglich fühlt, dann wisse bitte, wer groß sein will, muss auch klein sein können. Und das kann eine 8 oft, weil eine 8 oft aus sich herausgearbeitet hat aus widrigen Umständen im Leben, ja. Und deswegen es auch kennt, klein zu sein und weiß, wann sie sich klein macht und wann sie sich groß macht. Und das muss man berücksichtigen, weil sonst kriegt eine 7 eine karmische Klatsche vom Leben, wenn sie das versucht. Das ist auch noch mal ganz wichtig. Das ist nicht unbedingt die arbeitsamste Zahl, aber es ist eine sehr, sehr kluge analytische Zahl und so. Und natürlich kann man auch in dem Siebener Leben eine Karriere machen, ja, und viel Erfolg haben und auch Geld verdienen, um Gottes Willen, ja. Aber dieser geistige Aspekt ist halt sehr, sehr wichtig hier. Weil sonst bekommt man vom Leben eine Klatsche, ne, wenn man da nicht tief reingeht, wenn man oberflächlich die Sachen behandelt. Aber die Siebener, die haben ja auch oft die Tendenz, sehr, sehr tief zu gehen. Aber an manchen Punkten machen sie es dann doch nicht, weil es ist eine Lebensaufgabenzahl. Das bedeutet, es gibt auch hier ein Potenzial zum Lernen. Natürlich ist jeder Mensch wieder anders, entwickelt und nicht jeder ist auf der gleichen Entwicklungsstufe. Jeder Siebener Mensch ist natürlich auch schon wieder anders.
Ne? Aber das wollte ich euch mal mitteilen. Also geht ruhig ins Spielen, ne? Wenn das für dich stimmig erscheint. Also ich liebe es, es macht total Spaß. und arbeitet wirklich auch an euren Zielen. Lasst euch halt nicht äffen vom Leben, ja? Ich habe mal noch ein anderes Bonusvideo einmal gemacht über meine Steuergeschichte hier in Deutschland. Also da dachte ich auch, ich stehe im Motherfucking Wald, ja? Was soll denn das für ein bescheuertes Steuersystem hier in Deutschland? Also das ist eine Frechheit. Ja, das Leben tut einem ja auch nicht nur den roten Teppich auslegen, ja? Aber schön weitermachen, okay? Also das wäre jetzt einfach nur mal so, vielleicht hast du Lust, das anzuschauen, weil das ist dann zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie man auch gut ins Loslassen kommt und dann trotzdem da durchgeht, ja? Weil wenn man erwartet, dass irgendwie das, was man sich wünscht, jetzt nicht in 10 Minuten da ist und dann aufgibt, dann muss ich ehrlich sagen, selbst schuld. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist das auch keine erwachsene Haltung. Also wir behandeln hier Spiritualität auf einer bodenständigen Ebene, ja? Auf meinem Kanal. Ich mache da keine irgendwelche, kein Firlefanz draus, ja? So. Gut, ihr Lieben. Das war's. Ich wünsche euch was. Und jetzt werde ich entspannt weiterschreiben. Und tschüssi. Ach so, nicht te also teilen und liken, abonnieren, bitte, bitte machen. Wenn du findest, dass mein Content wertvoll ist. Und ehrlich gesagt, ich bin halt wirklich keine Spinnerin, ja? Ich mache das echt sehr. Oh, ich sehe manche Kanäle, Leute, ja? Wo sie über Dualseelen Karten legen. Und ich merke total, diese Frau, die da gerade die Karten legt, die ist selber verstrickt in so eine Dualseelengeschichte und redet sich gerade scheiß Karten schön. Das habe ich auch schon gesehen auf YouTube, ja? Seid vorsichtig, hier gibt es einfach sehr, sehr viel auf dem Markt. Damit meine ich nicht, dass jetzt alle zu mir kommen müssen, aber damit meine ich einfach, dass es Menschen gibt, die seit 10 Minuten Karten legen und Menschen gibt, die seit 10 Jahren Karten legen. Und das ist halt wirklich ein Unterschied. Weil man muss in die ganzen Geschichten reinwachsen. Und das ist auch ein Punkt von der 7, wenn du anfängst, Karten zu legen, ja. Nicht denken, dass du nach 2 Wochen der Top-Kartenleger bist. Das Ding ist, das ist Spiritualität, Philosophie und all das. Das sind Dinge, die haben Wurzeln über Jahrtausende. Und da sind wir auch ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn wir seit 10 Jahren Karten legen. Aber immer noch weniger Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir seit 10 Minuten Karten legen, okay? Und das wollte ich echt gern nochmal sagen. Außer natürlich einige wenige Naturtalente, die das auch so aus dem FF können, ja. Also natürlich können wir auch Talente aus früheren Leben mitgebracht haben, ne? Also ich wollte das jetzt auch nicht so über einen Kamm scheren. Ich mache jetzt Folgendes, und zwar, ich habe jetzt für mich alle 7er-Tage in den Oktoberkalender geschrieben. Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Denn die Zahl von unserem Jahr 2021 ist ja 2 plus 2 plus 1, ne? Ja? Immer Quersumme nehmen. 2021, 2 plus 2 plus 1. Dann vom Oktober machen wir die 0 ja nicht, weil 0 ist 0. Dann nochmal plus 1 wegen der 1 im Oktober. Und wegen der 1, weil wir den 1. Oktober haben. Und so haben wir heute einen 7er Tag. Den gleichen, einen anderen 7er Tag mit einer anderen Schwingung nochmal. Also die reine 7, also jeder Tag ist ja anders, denn der kommt ja, die Quersumme ist ja immer aus einer anderen zweistelligen Zahl, mehrstelligen Zahl und so. Kein Tag gleicher dem anderen, ne? Aber trotzdem reduziert sich alles auf eine 7. Und ich will daraus keine Staatswissenschaft machen. Warum? Weil das sind einfach tägliche Energien. Das ist schon schön und gut, mit denen zu arbeiten, aber man muss das jetzt nicht immer so akribisch jetzt machen, weil sonst verliert man auch. Man soll ja die täglichen bodenständigen Sachen absolut nicht aus den Augen verlieren. Ja, das sind ja nur solche musegebenden Daten, wo einfach die Energie so ist, wie sie ist. Ja, die ist nun mal sehr hoch, die Energie an diesen Tagen, also beziehungsweise die Vision ist sehr hoch. Man kann auch eine schlechte Vision haben und auch Negatives manifestieren, ja. Also hier geht es einfach darum, dass man sehr visionär ist und das sehr gut für sich zu manifestieren nutzen kann. Genauso haben wir es am 19.01. und nochmal am 28.01. Das bedeutet, wir haben im Oktober 1, 2, 3, 4, 7er Tage. Und übrigens, der Merkur, der geht am 18. Oktober wieder direktläufig, ja, normaler Merkur, das ist jetzt halt so meine Sprache, damit ich das verstehe, ist ja mein Kalender, ihr seht, naja, ich habe ja halt noch nicht so viele Termine hier drin, ja, hier kommen auch nur so die Termine rein, die so irgendwie, ja,
So Eselsbrücken. Ansonsten habe ich ja den Rest ja auch eher so im Handy. Genauso würde sich das dann gestalten. Ja, genau. So, und das wollte ich noch mit euch teilen. Und ich habe mir überlegt, nämlich an diesen 7er Tagen wirklich etwas zu machen, was entweder aus meiner Komfortzone rausgeht, in Richtung von dem, was ich mir wünsche. Ja, also wirklich aktiv zu sein, in Richtung deiner Wünsche. Oder wirklich in diese Energie einfach spaßmäßig reingehen, ja? Also sagen wir mal so, wenn du jetzt irgendwie in einem Schloss leben möchtest, das ist jetzt halt einfach ein bisschen Beispiel an den Haaren herbeigezogen, um auch mal so ein bisschen den Spaßfaktor dabei auf keinen Fall zu vergessen. Denn wenn wir das mit Spaß verbinden, dann erhöht sich ja schon die Schwingung und du bist in einer viel besseren Stimmung. Und logischerweise kommen dann die Sachen viel besser auf dich zu, ja? Daher ist es immer total wichtig, diese Schwingung hochzuhalten. Es ist nicht immer einfach, weil das Leben ja auch sein Tribut fordert. Aber man muss sich halt bemühen. Das ist ein bisschen das, was ich denke, ja? Jeder soll ja daraus machen. Das ist eine Inspiration, die darfst du jetzt gern annehmen oder verwerfen. Auf alle Fälle werde ich jetzt an den 7er Tagen, also jetzt mal nochmal zum Beispiel Schloss, ja, jetzt nur so kleines Beispiel, wenn du dir ein Schloss wünschst jetzt, ja, dann macht eine lustige Burgbesichtigung oder so, ja, oder fahrt mal für einen Tag, weiß ich, nach Wien, ja, und schaut euch da ein bisschen Sissi-mäßig alles mal an oder so. Ist ja egal, was es ist, aber dass du halt in die Energy reinkommst, ja, dass ihr auch wirklich so fantasiert, vielleicht ist das auch gerade wenn du Kinder hast. Kinder können dabei unglaublich behilflich sein, glaube ich, wenn man sie damit ansteckt, ja. Natürlich bleiben unsere Füße immer auf dem Boden und natürlich muss das müssen die Rechnungen, ja, die jetzt auf deinem Schreibtisch liegen, die müssen jetzt bezahlt werden und es darf zuerst gehandelt werden, realistisch und danach geträumt werden. Aber es soll geträumt werden, ja, es soll gerade geträumt werden und danach soll aber aktiv auch was für die Träume getan werden. Und das ist halt ein bisschen mein Lebensmotto, ne? Also das sind hier meine schönen 7er Tage. Und ob es jetzt eine Burg ist, ob es dein Traummann, Traumprinzessin ist, was weiß ich, ja. Ich glaube, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt nochmal Beispiel Burg, eine lustige Schloss-Burg-Besichtigung gemacht hat, das ist ja auch ein toller Ausflug, auch einfach mal mit den Kids, ja. Oder wenn du keine Kids hast, dann leih dir welche. Leih dir deinen Nichten und Neffen oder so, ja. Also wisst ihr, so bisse wirklich Herz auf. Brust raus, Herz auf und ab nach draußen. Ne? Ja, genau, das fand ich jetzt noch irgendwie cool zu machen. Und ich werde schauen, dass ich mir die Tage entweder, ja, so weitestgehend, ich werde sie mir jetzt nicht zwanghaft da frei halten, das mache ich nicht. Also, wenn da Termine sind, sind da Termine und dann wird auch normal gearbeitet und alles. Aber so zwischenzeitlich kann man ja schon was dafür tun, ja. Es ist ja nicht so, dass man ja nur eingebunden ist mit Dingen, die 3D sind, ja, halt, ne? Also was auch immer die kleine Manifestation sein darf, die dann auch in einem ausgefüllten Tag gemacht werden darf oder dazu einlädt. Zum Beispiel, das finde ich schön. Hier haben wir zum Beispiel das an einem Sonntag, ja. Das ist natürlich perfekt und optimal, ja. Das ist jetzt ein Montag, okay. 24. Am Montag darfst du dich dann vielleicht auch nicht so abbringen lassen, ja, egal was da ist oder so, oder auch nicht ist oder wie auch immer. Jeder hat da ja dann ein bisschen was anderes halt am Laufen. Weiß ich nicht, ja, vielleicht hast du ja Lust, das irgendwie dir auch mal einzukringeln oder auch nicht. Das war so ein bisschen meine Inspiration. Ich fand das wichtig, weil der 7. Tag jetzt echt sich wiederholt hat und ich echt gemerkt habe, dass da. Also, dass ich da viel einfacher in die Dinge reinkomme als an anderen Tagen. Das ist ganz interessant.